Sequencer Talk. Music Gear, Synthesizer und Musikproduktion. Und hier sind eure Gastgeber, der Mugulator und Dean Freud. Guten Tag, Menschen. Hallihallöchen. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Mick, dir geht's hoffentlich auch gut. Ja, und wir sind der Sequencer Talk. Wir sind wahrscheinlich das erste Mal auch als reines Audio zu hören. Daher stellen wir uns vor, dass wir hier zu dritt sind. Da ist der Dean. Das ist der andere Typ. Und wir haben auch zu Gast den Rolf Wörmann von Walldorf. Ja, hi. Genau, und ich bin der Mick, der Mugulator, und wir führen euch hier so durch. Wir reden über Synthesizer und Musikproduktion und sowas. Mehr dazu machen wir nachher, aber erstmal natürlich so quasi die übliche Begrüßung. Und da das jetzt sozusagen der erste Audio ist, machen wir das jetzt mal so richtig formell und später dann ein bisschen schneller. So, auf jeden Fall, was ihr Audio-Leute nicht sehen können, sind irgendwie die Einblendungen. Und da stellen wir schon mal was dar, wie zum Beispiel, was Dean und ich machen. Da steht dann zum Beispiel Linktree/Dean Freud. Und dann sieht man das, was der Dean so macht. Ja. Das Linktree hat zwischen den E's noch einen Punkt. Und bei mir ist das digitalsynthesizer.de und da stehen einfach 1000 Links, was ich so mache. Also falls ihr euch interessiert, könnt ihr das so feststellen. Ich hoffe, wir müssen es nicht immer ansagen, aber da es ja das auch gibt, machen wir das jetzt so. Der große Vorteil ist vor allen Dingen, ihr könnt auch ganz einfach bei uns auf sequencertalk.synthesizers vorbeischauen. Das ist unser Blog auf Steady. Da könnt ihr uns nicht nur unterstützen, sondern da findet ihr auch alle Informationen zur jetzigen Sendung, natürlich auch zu allen anderen Sendungen und auch sonst alle möglichen Infos, was bei uns so passiert und natürlich auch zu den Gästen, wie zum Beispiel heute den Rolf Wörmann. Und ja, dann können wir ja eigentlich schon loslegen und bevor wir jetzt irgendwie heiß um den Brei reden, um den heißen Brei reden, so rum, da gibt's was Neues und das ist die MK2 vom Quantum, ne? Das ist ja genau euer dickes Schiff sozusagen, euer Flaggschiff-Synthesizer und ja. Genau, genau, es gibt eine neue Version, ein Hardware-Upgrade sozusagen, was man Mark II nennt. Genau, da sieht man ein Bild. Und zwar haben wir mehr oder weniger vor 5 Jahren auf der NAMM Show 2018 den Original Quantum gezeigt. Da war schon mal Musikmesse 2017 als Prototyp zu sehen, aber 2018, Januar, wurde ausgeliefert. Wir sind mit den ersten Instrumenten über den Teich rüber und haben die dort gezeigt und dann nach der NAMM Show an verschiedene Musiker gegeben. Genau, und 5 Jahre später, fast Forward, gibt es jetzt eine abgedatete Version, weil, vielleicht haben die einen oder anderen das ja auch mitbekommen, es gibt ein Iridium Keyboard in der 49-Tasten-Version mit Polar Aftertouch. Und der Quantum hat die 61 Tasten und hat jetzt eine Poly Aftertouch Tastatur TP8SK von Fatah bekommen. Und das macht natürlich, das ist ein neues Feature, das macht natürlich eine ganze Menge an Spielfreude und an Expressivität von dem Instrument aus. Mhm. Genau, das ist das. Und dann gibt es ein bisschen neues Design, es ist eine neue Farbe, es gibt ein neues Walldorf-Logo, das gibt es aber schon seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres. Und es gibt mehr Sample-RAM-Flash. Wir haben das abgegradet. Da ist jetzt knapp 60 Gigabyte Platz, wo man im internen Speicher Samples einfach ablegen kann und benutzen kann. Genau, das sind so die wesentlichen neuen Features vom MK2. Genau, und dann haben wir noch ein bisschen kleinere Sachen. Ich habe hier noch notiert, das steht zumindest in der Info drin, dass das quasi ein neues Display ist, was ein bisschen
cooler sein soll, aber im Prinzip natürlich dasselbe darstellt, so ähnlich wie zwischen Iridium und Quantum, ist ja auch so einen kleinen Unterschied gibt. Was für die meisten jetzt neu ist, aber nicht grundsätzlich neu für alle ist, der Quantum ist ja einer, der Hybrid ist und deswegen analoge Filter hat, und zwar 8 Stück. Das heißt, das Neue ist auch, dass er jetzt 16 Stimmen hat und dadurch allerdings 8 digitale und 8 analoge benutzen muss. Es gibt also so einen Split-Modus, wenn man alle 16 will, oder man hat eben 8 Stimmen. Und da ist natürlich die erste Frage, was passiert mit den alten Quantümern, die bekommen doch wahrscheinlich... Quantümer. Also, kommen, ja, das also ist um das Geheimnis zu lüften, weil, ja, weil das fragen sich viele. Wir haben im letzten November, wenn ich mich nicht irre, eine 3.0er Beta 14 rausgebracht an alle Quantum-User und Iridium. Iridium Keyword User, aber für die Quantum User, Quantum Mark 1, wenn man so will, gab es nämlich dieses neue Feature, dass wir die Polyphonie des rein digitalen Teils auf 16 erhöht haben. Wir können natürlich nicht zaubern, wir können aus 8 Dual Analog Filtern nicht 16 Dual Analog Filter machen. Haben dann aber gesagt, wir können die mischen und in verschiedenen Verschaltungs- und wir nennen das Allocation-Modes, die kombinieren. Und da haben einige Beta-Tester ganz interessante Modus rausgefunden, vor allem, wenn man analog mit Digital-Filtern kombiniert in den Voices. Und diese ganzen Features sind auch alle für MK1 da. Die haben es als erstes bekommen. Und der MK2 kommt jetzt quasi schon mit dieser Version raus. Das ist zwischen MK1 und MK2 in den Synthesemöglichkeiten, die sind vollkommen identisch. So, das heißt, der größte Gewinn ist einfach der mehr Speicher und die Polypressure-Tastatur, die natürlich seitdem der Iridium Keyboard da ist, sozusagen natürlich irgendwie pressiert. Nur das kann ich mir natürlich vorstellen, dass da einige gedacht haben, so jetzt habe ich den Quantum und das ist jetzt halt, also den ersten. Und das ist dann halt eben jetzt auch der Unterschied. Wer nicht sehen kann, wie es ist, dieses Blau, Naval Blue nennt sich das, glaube ich, ist wirklich dezent. Also es ist eben nicht schwarz, auch nicht Anthrazit. Aber es ist eben ein freundliches Schlachtschiff, blau, nee, grau nicht, aber so ungefähr. Mhm. Und eine Frage habe ich auf jeden Fall. Diese Speicher, ist das, weil da jetzt irgendwie ein anderes Laufwerk drin ist oder irgendwas? Oder ist das tatsächlich irgendein internes Ding, was nur in dem Quantum möglich ist? Also man könnte es nicht... selbst wenn man wollte, nicht nachrüsten in den bisherigen Geräten? Oder wie, also ist das wirklich RAM oder ist das ein Laufwerk-Ding? Weil das ja im Prinzip der Zugriff über die SD-Karte ja sowieso immer ist. Ja, und ist es so, wir haben natürlich auch schon beim Quantum Mark 1 die Möglichkeit, über den USB-Hostport, den der Quantum hat, einen USB-Drive anzuschließen. Es gibt ja auch heute wunderbare USB-SSD-Festplatten bis zum Gigabyte, benutze ich regelmäßig die Samsung-Teile. Das funktioniert sehr gut. Der interne Flash ist immer einen Tickel schneller, weil der besser angebunden ist oder direkter angebunden ist als über USB. Darum haben wir gesagt, es macht Sinn, auch den mal aufzurüsten. Und zwar... Der ist natürlich auf einer Platine drauf, der interne, und das ist natürlich ein Unterschied zwischen den jetzigen Quantum und ist natürlich auch auf der Hauptplatine der Anschluss für das Poly Aftertouch Keyboard und den Keyboard Scanner. Das heißt, da ist schon ein grundsätzlicher Unterschied in der Elektronik, was bedeutet, dass Frage, kann man den Quantum Mark 1 nachrüsten? So ohne weiteres nicht, zumal auch die mechanische Konstruktion des Poly-Aftertouch-Keybeds und die Abmessungen etwas anders sind als beim MK1.
Wir können also keine MK1 einfach nachrüsten. Wenn das ginge, würden wir das tun, aber es funktioniert so nicht. Man müsste so wesentlich an dem Gerät rummodden und arbeiten, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Aber die grundlegende Technik, die drin steckt, ist jetzt nicht auf einer komplett neuen Architektur entstanden, sondern ist schon auf demselben. Genau. Es ist ein Hardware-Spec-Upgrade, aber es ist jetzt kein, er hat jetzt nicht irgendwie ein Turbo oder mehr Zylinder oder sonst was. Es ist im Grunde genommen, wir wollten den Quantum weiterführen und wollen, weil es da einen Bedarf gibt. Und wir haben gesagt, wir müssen aber jetzt was tun. Es gibt Dinge, die wir jetzt tun können, die wir vor ein paar Jahren nicht tun konnten. Aber es ist weiterhin ein Quantum so, wie wir ihn kennen und wie wir ihn lieben. Genau. Und er ist natürlich auch ein bisschen, ich sage mal, vom Poly Aftertouch durchs Iridium Keyboard unter Druck gekommen. Jetzt gab es beim Iridium Keyboard schon die Fragen, ich erinnere mich noch an die Foren, es wird ja immer alles gefragt und das ist auch wichtig, warum macht ihr nur eine 49er Version? Antwort, es gab kein anderes Keyboard. Das heißt, auch für Fatah ist das neu. Und es ist für die erstmal einfacher gewesen, eine 49er Version zu machen. Und dann sind sie mit einer 61er an uns herangetreten, haben gesagt, okay, wir wissen jetzt auch, wie das mit 61 Tasten geht. Es ist einfach größer, die Abmessung. Da gibt es ein paar, für die aus Keyboard-Hersteller Sicht ein paar Schwierigkeiten. Das haben die gelöst. Haben gesagt, ja wunderbar, das bauen wir in Quantum ein. Ja, du brauchst ja auch die Teile dazu und vor allen Dingen auch die Fertigung. Es ist ja nicht nur so, dass du die Teile brauchst, sondern auch die passende Fertigung für diese ganzen Geschichten. Genau. Und bis man irgendwann mal die ganzen, zum Beispiel wenn du irgendwie ein großes Kunststoff- oder Metallteil gießen musst oder sowas, brauchst du auch erstmal diese ganzen Schalen dafür, wo die damit überhaupt produziert werden. Und das kostet richtig, richtig Lack. Also einmal das und das dauert auch, bis das mal irgendwann soweit ist. Und dass man da erstmal mit einer kleineren Sache anfängt und guckt, ob das überhaupt ankommt, kann ich schon nachvollziehen. Wie groß ist denn so die Auflage der beiden jetzt sagen wir mal weiter Quantum, sonst das würde mich mal interessieren, was für Mengen, weil der ja faktisch nahezu ölig ineinander laufend, jetzt passt es wirklich perfekt vom Zeitpunkt her, dass der jetzt kommt, sozusagen, so in der Bahn. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, wie kann man das so genau timen? Oder habt ihr einfach Glück gehabt, dass jetzt die erste Auflage einfach verkauft ist? Und welche Größenordnungen sind das denn? Es ist ja schon ein Synthesizer für Leute, die auch wirklich, in dem höheren Segment, wo auch jetzt der Sequential und es gibt immer ganz, oder der Third Wave oder so liegen. Ist ja auch eine spezielle Gruppe, die vielleicht nicht ganz so viele haben. Aber da würde mich interessieren, wieso die Zahlen sind generell einfach. Also es ist erstmal so vom Timing her, wie bei vielen Dingen, die wir so tun, und das wird anderen Herstellern auch nicht anders gehen. Wir hätten den gerne vor 6 Monaten schon rausgebracht. Aber es dauert am Ende immer alles länger. Und dass der jetzt rauskommt, ist schlichtweg die Tatsache, dass es einfach so lange gedauert hat. Und ich war vor Weihnachten noch in Italien und habe noch die ersten produzierenden Instrumente mitbegleitet. Und die Produktion läuft jetzt. Und die gehen jetzt halt raus in der Geschwindigkeit, wie das produziert werden kann. Und die Nachfrage ist da. Ich kann natürlich keine Zahlen nennen. Also klar kann ich keine Verkaufszahlen nennen, aber es ist so, dass jetzt nicht wie beim Iridium oder Iridium Desktop oder Iridium Keyboard natürlich eine initiale Nachfrage da ist beim das ist schon kein günstiges Instrument, das Iridium. Aber je teurer ein Instrument ist, natürlich werden die Zahlen kleiner. Und wir versuchen natürlich initial auch so schnell wie es geht, die Leute zu bedienen. Und sind natürlich auch gespannt, sozusagen, wie der angenommen
wird vom Markt. Der Quantum, also MK1, war lange Zeit auch schwierig zu bekommen. Irgendwann war auch eBay mal leergefegt. Spätestens nachdem wir dieses 16-stimmige Update draußen hatten, hatten mir einige User berichtet. Und da wollen wir jetzt wieder ein Angebot haben. Hm. Mal nochmal ganz kurz, auch für die Leute, die gerade live zuschauen oder das dann im Audio hören. Wir haben heute überhaupt Glück, dass wir dich hier dabei haben. Nämlich, du bist gerade erst in diese Wohnung eingezogen und hast tatsächlich heute Nachmittag irgendwie erst deinen Internetanschluss hier bekommen. Von daher seht uns bitte nach, dass der Rolf vielleicht ein bisschen die heilenden Hallen hat und nicht das geilste Audio, wir wissen, dass der das um viele, viele, viele Längen besser kann, aber dem geschuldet, wie es heute einfach ist, großes Daumen hoch, dass du dabei bist, also nur mal ja, so bei der paar Fragen. Ich mache es ungern wirklich, aber ich danke der Telekom, dass das geklappt hat, dass die heute Morgen den hier im Eilverfahren freigeschaltet haben, ich vorhin die Fritzbox reingesteckt habe und ich muss sagen, das hat auf Anhieb funktioniert, das hat man auch nicht immer. Ich habe den Stuhl, auf den ich sitze, vorhin zusammengeschraubt. und ja, es gibt einen kleinen natürlichen Hall hier, genau. Ja, aber dafür, wir haben schon schlimmere Sachen erlebt und du warst ja auch schon mal früher bei uns zu Gast und hast ja auch vorhin schon eben angemerkt, dass sich auch bei uns vieles verbessert hat. Von daher, die Leute, die das schon seit Längerem hier gucken, wissen, es geht stetig voran und du bist ja auch früher schon viel bei einer anderen deutschen Videocast-Plattform dabei gewesen auf YouTube und eigentlich bist du da ja schon alter Hase, von daher wundert euch nicht. So, zurück zum Topic. Was waren denn für dich eigentlich so die größten Hürden, das Neue umzusetzen, so selber auch als Entwickler? Ist ja auch nicht immer so einfach, alles so aufzubohren. Also jetzt eine Sache war mir sehr wichtig und das betrifft jetzt nicht nur den Quantum Mark II, aber das ist das, was viele Quantum-User, viele kenne ich auch persönlich von verschiedenen Messen und Events und Gelegenheiten immer wieder nachgefragt haben, nachdem der Iridium rausgekommen ist, kann man nicht den Quantum auch 16-stimmig haben, wenn der digital ist? Ich habe immer gesagt, ja, wir arbeiten dran, es ist aber nicht so einfach, weil wenn es einfach wäre, wäre es schon längst draußen. Und das war mir wichtig für die Mark II-Version, dass das funktioniert. Da hatte ich das dann mit einigen Spezial-Beta-Testern sozusagen eine ganze Zeit lang sehr sorgfältig durchgetestet. Wir haben es dann im November rausgebracht an alle Quantum Mark I-User. Und das war für mich dann auch so der wesentliche Punkt, zu sagen, ja, jetzt haben wir diese Plattform von der Synthese her, wo man dieses Gerät neben den ganzen Poly Aftertouch, neben den Speicher nämlich auch sagen kann, ja, das ist jetzt ein Mark II. Und der positive Nebeneffekt sozusagen, dass die Mark I-User vielleicht jetzt nicht auf 2 sind, weil sie das Keyboard nicht haben, aber vielleicht sind sie auf 1,5 oder 1,7, wenn man so will. Und für manche ist das auch schon mehr oder weniger 2, weil die das Poly Aftertouch nicht brauchen. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, aber dieses zu realisieren war technologisch nicht einfach. Da habe ich sehr lange dran gearbeitet, aber das scheint ganz gut zu funktionieren. Und vor allem durch diese Kombination von analogen und digitalen Filtern entstehen plötzlich ganz interessante kreative Möglichkeiten, die man vielleicht gar nicht so gefunden hätte. Hätte man jetzt gesagt, naja, ich habe jetzt 16 voll analoge Stimmen. Und manchmal entstehen auch ganz interessante Sachen. Zum Beispiel, man kann die so kombinieren, dass immer abwechselnd eine analoge und digitale Stimme genommen wird, also mit analogen und digitalen Filter. Wenn man dann anfängt, nur unisono 2 zu machen, dann habe ich quasi immer einen analogen und einen digitalen Filter parallel. Und das ist ganz interessant, weil wir die digitalen Filter
nicht so gemacht haben, dass die versuchen, die analogen Filter 100% einfach zu emulieren. Die kommen denen relativ nah, aber es gibt Unterschiede und die Unterschiede sind auch gut, weil die sollen auch ein bisschen anders klingen. Und in dieser Kombinatorik aus diesen beiden etwas unterschiedlichen Filtern in den Unisonus 2-Modus entstehen sehr, sehr interessante Effekte. Und ich denke, da ist noch viel mehr zu heben, auch durch die User und durch die Sounddesigner, die jetzt anfangen, damit zu experimentieren und Sounds und Musik zu machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist auch dann sehr inspirierend. Vielleicht muss man eins noch sagen, weil das ja so eine Dauerfrage ist und die im Prinzip letztes Mal wahrscheinlich sogar auch schon dran war. Aber ich bin mir sicher, dass das einige Fragen. Es gibt ja natürlich durch die Hardware, vielleicht kille ich dir damit eigentlich schon durch die Frage das, aber das Routing für Stereo und solche Sachen sind natürlich bedingt dadurch, dass das Routing in gewisser Weise vorgegeben ist durch die analogen Filter, wie es jetzt eben so ist, weil in Opposition dazu man natürlich beim Iridium natürlich anders denkt, aber kann man zum Beispiel jetzt beim Mark II faktisch alles in Stereo routen, was digital ist und lässt natürlich, dann... Natürlich, ja. Ja, das wäre dann also das eine, ja, das geht also schon mal. Und dann, sag ich mal so, es gab ja von dir öfter und sehr früh und außerordentlich, wie soll ich sagen, unbürokratisch das neue OS mal zum Ausprobieren und so. Wie ist denn da so die Planung mit späteren OSs sozusagen? Sicherlich wird es einiges geben, was du nicht sagen kannst oder solltest oder darfst. Ist da sozusagen nochmal so ein großer Sprung gedacht? Also das wird ja jetzt doch ein eher länger gepflegtes Produkt sein, was ja eigentlich bei Waldorf auch üblich ist. Und so, also von daher ist das erstmal so die Grundfrage. Du kannst dir denken natürlich, welche anderen Fragen da noch dranhängen. Deshalb das mal so als... genau, also das Feature mit diesen Erweiterungen auf diese, auf diesen, ich sage mal, hybriden Polyphonie zwischen analogen und digitalen Voices ist das Hauptfeature dann von 3.0. Das heißt, die 3.0 wird dann auch für alle anderen abgeschlossen. Jetzt, was auch immer ich sage, ob es noch 3 Wochen dauert oder 6 Wochen, ist immer eine Lüge, weil es nie stimmt. Aber das wird jetzt relativ schnell kommen. Es wird noch eine Beta 15 kommen. Da ist noch auch, apropos Routing, ein ganz interessantes neues Feature drin. Betrifft aber auch, geht auch an alle Mark I und Iridium Keyboard User. Es gibt jetzt, das war auch lang nachgefragt, nämlich die Effekte nicht nur sequenziell anzuordnen, sondern halt auch parallel in verschiedenen Lanes. Da gibt es verschiedenste Kombinationen, die man da auswählen kann, bis zu 3 Lanes, die man dann auch pannen kann und unterschiedlich im Mix nochmal auch modulieren kann. Das gibt nochmal einen unheimlichen interessanten Schub zu diesem Thema Routing und Stereo. Das ist ein Feature, was jetzt in die Beta 15 reinkommt und was die Quantum Mark 12 User schon haben, weil es da einfach auf dem Gerät drauf ist. Und das rundet dann die 3.0 ab. Und wenn die 3.0 fertig ist, dann denke ich natürlich schon an die 4.0, weil sozusagen nach der 3.0 ist vor der 4.0. aber was in der 4.0 drin ist, das weiß ich selber noch nicht. aber es ist ja schön, dass... Ja. Es ist ja schön, dass so viel Dampf in den Kisten ist, dass du tatsächlich auch da noch fröhlich weiterarbeiten kannst. Ne? Also ja, und die Idee ist folgende, das machen wir deswegen. Wir können das natürlich, würde es bei diesen Instrumenten bleiben, können wir das natürlich nicht ewig machen. Als Firma, weil es ist klar, sozusagen irgendwann hat man alle Hardware verkauft, die man so verkaufen kann. Die Updates kosten ja nichts. Und dann kann man als Firma jetzt nicht die nächsten 30 Jahre noch Updates machen und keine neue Hardware mehr verkaufen. Aber, und das ist der Gedanke von dieser Syntheseplattform, in dieser Familie der Waldorf Quantum und Iridium Instrumente, die denn, ich sage mal, dann 3,5 sind, wenn man den Mark II nur mal so halb zählt, das ist doch eigentlich ein Quantum,
Dann kann man sich vorstellen, dass, wenn man da weitermachen will, man sich überlegt, ob da nicht vielleicht noch mehr. Familien werden eigentlich immer größer. Es werden neue Kinder geboren. Und natürlich ist es eine meiner Fragen, ob da irgendwann ein Helium kommt oder so, der einfach was anderes ist oder und. Was natürlich auch möglich ist, die Auskopplung aus der die Single-Version aus dem Album, beispielsweise ein Granular-Synthesizer, der spezielle, also für die Granular-Synthese passendere Knöpfe, zum Beispiel noch mehr sinnvoll für die Kernel-Synthese, die ja im Prinzip FM-Synthese plus X ist, weil man da einige Knöpfe sehr gut noch brauchen könnte, die oder die umwidmen. Also ich habe hier drei Fragen für dich. Die eine ist natürlich für Leute, für bestehende Leute, die bereits einen der Geräte haben, also Iridium oder Quantum, ob man da zum Beispiel sowas machen könnte, dass man hier, sagen wir mal, hier sind die Hüllkurven, die zum Beispiel für den Kernel, jeweils für den ausgewählten, dann zum Einstellen genutzt werden könnten, ob man da so eine Art Fokusmodus einbauen könnte, weil das würde bestimmt die Schraubergeschwindigkeit erhöhen. Und das Zweite ist, jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zu viel, aber als Ausblick natürlich, ob es solche Auskopplungen vielleicht gäbe, die dann vielleicht zum Beispiel nur eine der Synthesen beherrscht, aber dafür spezialisiert und vielleicht auch günstiger in einem anderen Case oder sowas. Ne? Das hat ja Waldorf auch früher schon gemacht. Erstmal eine Frage beantworten, ich glaube, dann weil es ist genau, echt. Ich würde das nur gleich mit hinten dran schieben, weil, Herr Wörmann, Sie haben ja mal vor vielen... Herr Freud. Vor vielen, vielen Monaten haben Sie ja mal für eine Firma mit einem großen A vorne eine App mit umgesetzt fürs iPad, die da hieß Spark. Und ich will von Waldorf was mit Drums haben. Das wäre doch mal was. Iridium Drums. Das ist die nächste Frage, die auch hier schon noch steht. Aber jetzt lassen wir uns doch erstmal die ersten zwei Fragen beantworten, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist trivial, genau. Ja. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles zusammen geantwortet, also sozusagen. Die erste Nummer könnte man dem Quantum Mark II 1 und den Iridium-Geräten grundsätzlich eine Bedienung geben, die so ein bisschen Hilfe stellt, indem man eben bestimmte Knopfgruppen umfunktioniert und die dann zum Beispiel im Kernel-Mode, wenn man so ein, sagen wir mal, es gibt einen speziellen Edit-Mode, weil meistens macht man das ja dann nicht live, sondern eben, wenn man schraubt, hätte ich mir das sehr oft gewünscht. Ist das möglich oder würdest du denken, dass das sinnvoll ist? Oder klar, also es gibt eine irre lange Liste von Dingen, die wir gerne tun wollen und die man auch auf diesen Instrumenten tun kann. Da gehören solche Dinge dazu. Ich wollte aber ein bisschen mehr nochmal auf diesen anderen Aspekt. Im Moment ist es so, dass wenn man sich die Instrumente in der Familie anguckt, Quantum Mark 1, Mark 2, Iridium Desktop, Iridium Keyboard, haben die alle ein bisschen einen Unterschied. Der eine hat diese Pads, der andere hat ein Keyboard, der eine hat vielleicht nochmal ein Poly Aftertouch Keyboard, aber im Grunde genommen, der eine hat nochmal Makro-Tasten. Aber letztendlich, wenn man von den analogen Filtern absieht, ist die gleiche Synthese-Engine drin und die können alle Synthesearten. Ich möchte für die Zukunft nicht ausschließen, und das ist wirklich jetzt keine Vorhersage, dass es auch mal Instrumente geben kann in dieser Syntheseplattform, wo man sagt, die können entweder nur einen Teil, ja, und bitte fragt nicht in 12 Monaten nach, wo das Ding ist. Ich sage es nur ganz grundsätzlich mal. Es können aber auch neue Instrumente kommen, die alles können, was jetzt gekonnt wird, aber plus noch irgendwas ganz Neues dazu, was die anderen nicht können und auch nicht können werden. Das sind Überlegungen, die wir anstellen. Im Moment ist es nicht auf der Tagesordnung, aber das möchte ich nicht ausschließen, dass es mal an so einen Punkt kommt, wo man einfach sowas macht, um günstiger zu werden, um noch luxuriöser zu werden. Das kann man sich in alle Richtungen
vorstellen. Wir in Waldorf sind eine kleine Firma. Da hätte ich mal eine Nachfrage. Ist das, meinst du jetzt sozusagen damit, dass es sozusagen, sagen wir mal, eine Synthese gibt, die einfach alle drei Oszillatoren vom Raum her braucht? Und sagen wir mal, ich sage jetzt mal Physical Modeling, was dann eben die ganze Rechenpower braucht und dann eben nicht drei Oszillatoren, sondern ein, also das einfach irgendwie anders macht, aber eben auf dem System läuft, also was ganz anderes, so verstehe ich das. Oder meinst du was anderes, als ich jetzt denke, was da angedeutet werden könnte? Also natürlich kann man überlegen, also im Moment sind die alle auf derselben Rechenplattform sozusagen, Iridium und Quantum. Natürlich könnte man überlegen, was würde passieren, wenn wir da mal nochmal irgendwie einen dicken Turbo hinzustecken in einer Deluxe-Version. Was könnte man damit alles noch anstellen? Das ist natürlich die eine Überlegung in der einen Richtung nach oben, aber man könnte auch, und das ist ja auch das andere, was du gesagt hast, könnte man das irgendwie downstrippen, das günstiger machen. Zum Beispiel, ne? Also so genau. Dazu kann ich alles nicht sagen, weil das sind alles so Überlegungen. Und wir machen ziemlich viel parallel. Und genau, wir machen auch andere Dinge, was auch immer die anderen Dinge sind. Ihr habt mal den Rocket gehabt, der war sehr günstig. Und es ist natürlich jetzt auch denkbar, dass man eben diese Single auskommt. Also wir haben, ich glaube, vor anderthalb Monaten oder zwei ist es fast schon, haben wir das günstigste Waldorf-Produkt herausgebracht, zumindest im Einführungspreis mit 33 Euro, das Streichwert-Plugin. Ich glaube, so ein günstiges hat es auch noch nie gegeben, wenn man mal von irgendeiner Promo absieht. Oder der Waldorf Edition Lite, die bei manchen Produkten einfach mit dabei liegt. Und wir haben jetzt das teuerste mit dem Mark II ausgebracht. Also wir können beides. Es wird aber auch natürlich, wir wollen in allen Preisklassen vertreten sein und arbeiten deswegen auch an verschiedensten Produkten in parallel, aber wir sind eine kleine Firma. Das heißt, wir müssen einfach die Dinge so lange entwickeln, bis sie fertig sind, dass wir sie auf den Markt bringen können. Und das ist nicht so, dass man die Dinge entwickelt und sagt, ich mache jetzt das, mache jetzt das und das dauert 3 Monate, dann mache ich noch das, das macht 2 Monate. Und dass das so Dinge sind wie ein Haus bauen, wo ungefähr klar ist, was man da baut. Wenn man jetzt nicht gerade vom super-duper Architektenhaus ausgeht, sondern so ein normales Teil, was da drunter steht. Da gibt es auch noch 1000 Probleme. Jeder, der mal ein Haus gebaut hat, wird jetzt sagen, Rolf, da kann alles schief gehen. Aber im Grunde genommen weiß man das. Wenn man jetzt einen neuen Sinti entwickelt, weiß man im Grunde genommen noch gar nicht, welche Probleme auf einen zukommen. Das kann dazu führen, dass plötzlich man irgendwo kurz vor Schluss mal stockt und steckt, weil irgendetwas zu bewältigen gibt, was man gar nicht wusste, dass man es bewältigen muss. Und das dauert dann einfach nochmal ein halbes Jahr. Und es ist halt nicht nur ein Dach über den Kopf, es soll ja auch ein Instrument sein, was durch seine Klänge, es soll halt nicht ein technisches Gerät sein, sondern ein Instrument sein, was auch einen Musiker und einen Produzenten anregt, kreativ zu werden. Und das ist erst dann fertig, wenn es fertig ist. So. Das hättest du schöner nicht sagen können. Genau, so. Das hat jetzt die Finanzabteilung bei Waldorf nicht gehört. Die macht nämlich jetzt was anderes, als ein Synthi-Talk zu hören. Aber letztlich ist es natürlich für eine Firma immer ein Spagat zwischen, wir wollen uns die Zeit nehmen und wir müssen aber auch gucken, dass wir die Instrumente produzieren. Wir müssen natürlich auch Instrumente produzieren, damit wir von irgendwas leben können. Es gab ja früher das berühmte Waldorf-Soon. Das war sozusagen das alte Waldorf, die mit dem Microwave XT und so. Da gab es dann so ein paar Restwünsche, die sind noch übrig geblieben. Aber bei sowas ist es ja dann auch schwierig, außer jetzt beim M, der ja eine komplett neue Entwicklung ist, auch wenn er sozusagen retro erscheint, ist der ja keine Wiederaufmachung des Micro, sondern er ist ja komplett neu und auch mit einem neuen Entwickler. Ich würde sagen, damit es nicht total verloren geht, wollen wir noch erstmal
die Kette der Fragen noch kurz zu Ende. Die andere ist natürlich, das hat Dean jetzt so quasi, also, oder sagen wir mal so, es gibt zwei Sachen, die jetzt noch übrig bleiben. Das eine ist, ob zum Beispiel eher so ein kleineres Gerät wäre wahrscheinlich nicht in dem Gehäuse, nur mit weniger Knöpfe, weil das wahrscheinlich nicht wesentlich billiger würde und auch nicht so richtig helfen würde. Ich weiß nicht, was die Hardware als solches kostet, aber wahrscheinlich ging es auch nur, wenn die Hardware auch ein bisschen billiger insgesamt wäre. Das wäre noch eine Frage, wie das nach unten skalierbar überhaupt ist. Und das zweite, tada, wir haben mal auf der Superboost darüber geredet, wie so ein Sequencer oder eine Groovebox von Waldorf vielleicht aussehen könnte. Es geht so ein bisschen jetzt auch mehr in Dienstrichtung, der allerdings ein bisschen über seinen Spark hofft. Das ist natürlich ein bisschen anderes. Tatsächlich. Ich träume immer noch von dem Tag, an dem Arturia irgendwann mal aufwacht und sagt, Mensch, wir könnten ja auch mal wieder was Vernünftiges mit Drums machen, aber vielleicht macht das auch eine andere Firma, die sowas auf dem Kasten hat. Weil doch. Ansonsten gibt es ja auch noch diese Kategorie hier, so von wegen, ich fress alles und mach alles, ne? Also hält die Force hoch. Also es geht um Groovebox, also was ihr tatsächlich noch nie versucht habt, aber ihr hattet den Rack Attack, also ihr hattet einen Drum Synthesizer, der sogar sehr gut ist. Und der faktisch bis heute eine Bedeutung hat und den es sogar in gewisser Weise als App gibt, nämlich in der Stroke-App indirekt. Ja, Moment, es gibt ein Attack-Plugin. Das stimmt. In der Waldorf Edition. Die von Wolfram Franke. Und es gibt eine Waldorf Attack iOS-App. Genau. Also die Attack-Sachen haben wir da schon weitergemacht. Aber natürlich ist klar, er hat schon wieder so viele Fragen gestellt. Ja, ich weiß. Das ist normal bei Mick. Das ist also, ich glaube, die erste Fragen kann man kleiner. Ja, small is beautiful. Let's see. Die zweite Frage. Auch mal Micro-Q und solche Sachen. Also es müsste nicht diese Bedienform, es gibt vielleicht auch andere. Aber wie würde man das nach unten skalieren, dass man vielleicht auch mal was, sagen wir mal, für 600 oder auch mal für 1000 oder so, oder vielleicht sogar noch weniger. Es gab ja auch mal Geräte, die sogar jenseits der 300 sind. Ist sowas realistisch für Waldorf oder seid ihr da ein bisschen? Also da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, kann man die Iridium Quantum Plattform nach unten skalieren, räumlich und preislich noch. Und zwar so, dass es trotzdem noch ein Iridium Quantum ist auf der Synthese-Plattform, nicht? Und das ist mit Sicherheit eine interessante Frage, wozu es bestimmt auch Antworten geben kann. Da wird man aber nicht auf 300 Euro runterkommen. Das ist klar. Aber natürlich arbeitet auch Waldorf an einem Sub-1000 Instrumenten oder mehrere Produkte, weil das eine wie bitte? Wo vielleicht dann irgendwann mal der Blofeld rausfällt und ihr da ja spätestens auch mal. Ich wollte es gerade sagen, wir sind ja mit dem Blofeld, mit dem Streichwert Hardware, sind wir ja auch im Sub-1000 sozusagen, weiß nicht, was der Blofeld, 395, das Pultgerät oder 400 irgendwas. Also wir sind da ja auch vertreten und wollen auch weiterhin vertreten sein. Wir können halt nur so und so viel neue Instrumente im Markt bringen. Also ich meine, in den letzten Jahren haben wir so alle 9 Monate, das sind Tickel öfter als jedes Jahr. Wir wollen öfter mehr Instrumente reinbringen. Jetzt weiß ich nicht, ich wollte mal einen Vergleich machen, wie viel Sequential an Synthi so rausbringt pro Jahr. So viele sind das auch nicht. Und bei Arturia, wenn man jetzt mal von Interfaces und MIDI-Controllers von reinen Synthis abseht, sozusagen, ist das auch nicht so viel. Und wenn man von anderen Firmen absieht, die einfach Konzepte klonen, die können natürlich mehr herausbringen. Aber wenn man sagt, dass eine Firma wie eine Waldorf sich bei jedem Synthesizer-Konzept sehr viel Gedanken macht, wie sowas zu sein hat und das reifen lässt, dann können wir nicht alle 3 Monate ein neues Instrument auf den Markt werfen. Aber wir wollen schon mehr machen, weil wir mehr Ideen haben.
Uns mangelt es nicht an Ideen, sondern uns mangelt es einfach an, oder es dauert seine Zeit, mehr auf den Markt zu bringen. Wir werden jetzt nicht pro Jahr 4 Instrumente in einer 3.000-Euro-Preisklasse geben, sondern unsere Idee ist schon eher dann mehr zu machen in unterschiedlichen Preisklassen. Also das heißt schon, dass da was kommen könnte, was ja vielleicht nicht zwangsläufig immer ein Wavetable-Synthesizer sein muss, sondern was auch immer das ist. Also es kann... eins ist klar, es wird einen Sound machen. Also es ist ein Soundgerät, was Musiker... Also das kann man schon sagen. Wir machen Instrumente. Das ist mit Sicherheit nicht erkannt. Also Instrumente, wobei halt eine Drumbox auch ein Instrument ist, ja. Richtig, mich, aber ihr fangt jetzt nicht an, Audio-Interfaces herzustellen, also ähnlich wie zum Beispiel Arturia oder andere Firmen angefangen haben. Die sind ja auch viel größer als wir. Ja, um Gottes Willen, das ist ja eine ganz andere Chose mittlerweile, wenn man mal guckt, wo die eigentlich angefangen haben und wo sie jetzt sind. Und das ist ja das, was interessant ist. Ihr bleibt euch ja trotz allem sehr, sehr treu. Ihr habt auch den hohen Anspruch und das ist ja, mal abgesehen jetzt von dem wirklich, von der Rocket-Liga, sage ich jetzt mal, da gab es ja irgendwie diese drei Geräte, die ja wirklich sehr günstig waren. Aber ansonsten habt ihr ja wirklich den Anspruch, schon Premium-Produkte auf den Markt zu bringen. Und eben, wie du vorhin schon gesagt hast, ihr werdet jetzt nicht anfangen, hier irgendwelche 300-Euro-Tröten nach und nach auf den Markt zu schmeißen. Genau, wobei es nicht heißen kann, dass wir sagen will, dass wir nicht auch für 300 Euro was Cooles machen. Und da gibt es auch schon Sachen, an denen wir da sind letztendlich. Aber man muss auch so ein bisschen sehen, Waldorf ist ja auch eine alte Firma, 33 Jahre für so eine Sinti-Firma. Und hat es auch mit den Microwave 1 ja mit einer großen Legacy zu tun. Vielleicht nicht ganz so groß wie der Minimoog oder so, aber trotzdem. Muss man sagen, und oder Prophet oder so, ist es schon so, dass wir natürlich auch versucht haben, in den letzten Jahren nicht in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Und ich denke, man kann jetzt alles Mögliche an den letzten Instrumenten kritisieren, die wir gemacht haben. Eins haben wir nicht gemacht, dass wir immer wieder quasi die alten Kochrezepte nehmen und wieder neu anrichten, sondern wir haben versucht, als Sinti-Firma uns da auch ein Stück weit neu zu erfinden, ohne die und trotzdem uns vor der Vergangenheit zu verneigen. Es ist immer Wavetable drin in so einem Gerät wie Iridium und Quantum. Und das ist etwas, was ich halt auch sehr schön finde wo ich auch glaube, dass so eine Firma einfach auch wie Waldorf im Markt dazugehören muss. Sozusagen, weil wir eben wir gucken, dass wir immer wieder was Neues hinkriegen, um da den Leuten einfach gute Synthes zu geben. Ja. Bei euch ist es ja gerade so, gerade Quantum, Iridium, ihr habt euch ja jetzt wirklich auch das Wissen angeeignet, mit Display-Oberflächen besser zu arbeiten zu können. Und das gibt ja mittlerweile, ich meine, Tente Music, ich habe ja hier den Bibo gehabt und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten mittlerweile sind ja um ein Vieles gewachsen und auch das nach unten skalierbar zu machen, ist ja dann zum Beispiel auch, wenn man ein gutes Konzept hat, einfacher geworden, auch gerade was die ganzen Prozessoren und so weiter angeht. Mhm. Ich meine, wenn man heutzutage sieht, es gibt ja solche Sachen wie das Steam Deck zum Spielen, ne? Also die ganzen kleinen Minicomputer und Co. Das ist ja mittlerweile super affordable, also wirklich erschwinglich geworden, auch für Entwickler an gewissen Sachen, abgesehen jetzt vom Chip-Shortage und solchen Geschichten, ne? Dass die Chip-Knappheit und wenn man sieht, was früher mein Raspi gekostet hat und was er heute kostet oder andere Sachen. Aber das wäre ja auch nochmal eine Sache, wo ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass Waldorf in der Richtung auch nochmal was, also wäre so meine Idee. Und gerade du hast ja auch lange iOS-Apps entwickelt.
Naja, die Frage ist dann also, kommt der Quantum als App oder würdet ihr euch selbst damit zerstören oder als Hardware? Was es ja auch sozusagen grundsätzlich gibt. Oder diese Frage könnte ja aufkommen, weil zum Beispiel Korg hat es gemacht und Arturia ja jetzt auch sogar genau das Gleiche als Software. Ach, das, ja, mit den, ich weiß. Mini-Freak in dem Fall, ne? Also, rausgekommen, 99 Euro. Kommt nicht. Auch nicht als Plugin. Nee, aber die Frage, die ich gestellt habe, war ja. War eine andere, aber der Mick hatte sozusagen das gefragt. Ja, ja, ich komme gleich zu dir, aber warum machen wir, da gibt es tausende von Gründe. Wir machen ja auch Plugins und wollen auch wieder mehr Plugins machen. Das möchte ich auch mal platzieren. Also das Streichwert-Plugin war nur der Anfang, weil davor war jahrelang ist nicht viel passiert. Auch da haben wir Ideen. Das heißt, das ist jetzt nichts gegen Plugins. Aber ein Plugin ist schon ein Stück Software, was in einen sehr interessanten Komplex wie eine DAW eingebunden ist und in der lebt. Und viele Musiker in the box damit super genial Dinge tun. Ein Instrument hat für mich immer einen Korpus. Auch wenn man jetzt vielleicht sagen kann, Rolf, da klingt ja gar nicht, wenn da nur Elektronik drin ist. Nichtsdestotrotz ist das ein Stück Gehäuse, wo der Musiker was macht. Dann kann man natürlich sagen, die DSP ist aber am Ende auch nur eine DSP. Aber es ist schon auch irgendwie wichtig, dass man geht das komplett anders an, ja. Wenn das ein physikalischer Gegenstand ist, mit dem Controller, der ja auch drin ist, mit dem Keyboard, wo ein Musiker was macht. Man könnte jetzt über die technischen Feinheiten von numerischer Verarbeitung hier und da reden, das will ich alles gar nicht machen, aber es ist schon auch auf dieser übergeordneten Ebene einfach ein Unterschied da. Zu dir, es wird viel mit kleineren Displays gearbeitet. Teilweise auch mit Touch. Das gucken wir uns natürlich genau an. Was ich natürlich auch spannend finde, ist, wir haben viel jetzt Erfahrung mit diesen Touch-Displays und Iridium Quantum. Das werden wir auch als ein weiterer oder als ein Hauptstrang von uns, wie man Hardware-Bedienoberflächen macht, weiterführen. Aber wir experimentieren natürlich auch mit ganz anderen Dingen, wo wir noch nicht so richtig wissen, wie es geht. Aber vielleicht, wenn wir da irgendwo mal was rausgefunden haben, mal gucken. Bring also, to MIDI. Na, so vielleicht nicht, aber lasst euch überraschen, wenn es denn fertig wird. Genau. Ja, also es würde für mich so wenn ich deine Arbeit so sehe, so ein Entwickler hat ja auch immer irgendwie so eine Handschrift, finde ich, an gewissen Sachen und auch seine Vorlieben. Ne? Könnte ich mir zum Beispiel als eines deiner Babys vorstellen, so irgendwie so eine kleinere Kiste mit einem Display, irgendwie ein paar Knöpfchen, dass du noch was zum Anfassen hast und dann gib ihm, ne? Zum Beispiel für Drums. Ich meine, Pads habt ihr jetzt Drums auch. Drums sind also natürlich also sehr interessant, ja. Also natürlich immer, wenn ich jetzt sage, allein wenn ich schon sage, Drums sind jetzt sehr interessant, dann wird schon vermutet, wann der Drums fertig ist. Also 4 oder 5 Du kommst heute nicht mehr gut raus. Genau, ich komme nicht mehr gut raus. Leute, 90% von dem, was ich sage, wird nicht kommen. Ihr wisst halt nur nicht, welche 90% das sind. Ich finde trotzdem Drums natürlich sehr spannend, weil ich auch immer auf der Suche bin nach der Drummaschine, die ich eigentlich gerne haben möchte und die ich am Markt nicht finde. Wie sehe die denn aus? Ja, also. Na, ich würde die jetzt gerne wissen. Nee, so, nur mal abgesehen jetzt, wenn wirklich für dich Preis und sag mal, man hat ja auch immer noch mal ein paar Entscheider im Nacken, ne? Das ist ja auch mal so noch ein Thema. Aber für dich, wie würde denn für dich eine neuartige Drum
Geschichte aussehen? Also wenn ihr die jetzt als Synth-Fan, also das ist ja immer nochmal so der Punkt. Man darf ja auch mal selber träumen. Ne? Ja, weiß ich nicht, muss ich herausfinden. Das ist ein Teil des Prozesses einfach auch irgendwie. Das war mit dem Quantum Display auch am Anfang so. Wir wussten, da kommt so ein Touch Display rein, wir wollten das. Aber wie das in diesem Zusammenspiel mit One Knob One Function ist, das sind auch Dinge, die wir erst on the go versucht haben rauszufinden. Dann haben wir es mit der 1.3er-Version, glaube ich, rausgebracht. Dann gab es auch den einen oder anderen YouTuber, der dann nochmal kritische Hinweise gegeben hat. Davon haben wir eine ganze Menge dann spätestens in 2.0 umgesetzt. Das sind auch Dinge, die man, ich denke schon, man kann sagen, dass mit diesem Touch-Display wir die Ersten waren, in so einem Hardware-Synthi-Format, wenn man mal von Workstations absieht, versucht haben, da eine Interaktion zwischen diesem Touch und den klassischen Potis und Encoders zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich eine Menge, wo wir viel gelernt haben. Und das gilt natürlich für andere Dinge auch, wo man sagt, ich möchte was in der Richtung machen. Aber es ist Teil dieses Prozesses eben auch. Da geht unheimlich viel Zeit und Arbeit rein, das auszuprobieren, um dann irgendwann das Kochrezept zu haben, wie man die Mischung macht. Ja, und auch da nochmal freundliche Grüße an alle Kloner. Ist es relativ einfach, ein bekanntes, gutes Rezept nachzukochen. Und das ist auch ganz legitim, weil wenn es geil schmeckt, dann schmeckt es geil. Aber es ist eben was anderes, wenn man sich als Firma irgendwie auf die Fahne schreibt, zu sagen, wir wollen irgendwie das machen, was zu uns passt, was Originelles machen. Das heißt nicht, dass es abgespaced sein muss. Waldorf ist keine Firma, die experimentelle Sachen macht. Die gibt's ja auch und es ist auch gut, dass es die gibt. Wir wollen so, genau, und Chiat Lombardo und wie sie alle heißen. Und das sind sehr, sehr, sehr coole Sachen, die da gemacht werden. Und wir wollen halt sozusagen so ein bisschen dazwischen sein, dass wir, das war ja auch beim Quantum so die Inspiration, Dinge, die Leute im Eurorack gepatcht haben mit Granulargeschichten und Dinge, die Leute, die in the Box an hochkomplexen Synthes geschraubt haben, wollten wir in einen modernen Hardware-Format bringen, so dass es Musiker dann auch schnell benutzen können. Und das ist etwas, was ja letztendlich auch die andere Firmen dann gemacht haben, auf eine andere Art und Weise. Die Firma mit den A im Kreis zum Beispiel, indem die halt irgendwie auf Open-Source-Software gegangen ist, die ganz originelle Dinge getan hat, oder Open-Source-Hardware, müsste man eigentlich sagen, Open-Source-Firmware, und das sind nochmal einen anderen Formfaktor gemacht haben. Die Ideen ist ja dasselbe. Dinge, die eher im gesteckten und gepatchten Bereich kommen, dann sozusagen in einfachen Format zu machen, nur dass es da ein bisschen anders war, dass man da eher doch Dinge per Copy und Paste gemacht hat, ohne das nicht schlecht machen oder so. Und wir dann einfach sagen, wir wollen sozusagen uns selber so ein bisschen überlegen, wir wollen dann nichts kopieren, aber wir wollen uns so ein bisschen inspirieren lassen. Und die Inspirationen bei Drum Machine sind natürlich auch klar, was da sozusagen alles so in Orbit sein könnte. Also ja, wenn wir eine Drum-Maschine machen, kann ich euch sagen, was es nicht ist. Entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche. Wir haben ja auf der Superbooth ziemlich lange über Sequencer gesprochen und auch gerade mit der gleichen Attitüde, nämlich Waldorf könnte ja mal natürlich off, also es war keine Kamera auf uns gerichtet und vor allen Dingen auf dich. Und deswegen will ich dann noch so ein bisschen gucken, wenn du hattest wirklich sehr viele konkrete, interessante Gedanken dazu gesammelt. Also definitiv nicht einfach nur Lauflicht und das hier und das, also was man so sofort denkt, sondern schon sehr gut durchdachte Philosophien so im Kopf gehabt, und wir haben darüber bestimmt eine Stunde geredet oder so. Nämlich dann noch gut. Und da würde ich, da sag ich mal, das sagt wahrscheinlich schon bei dir jetzt ein, und Drum Machine wäre natürlich naheliegend bei Sequencer, aber eben auch, dass es eben mit Modular, weil es eben jetzt echt viele Leute machen, oder mit anderen Steuermöglichkeiten, also CV-Gate und sowas, zu verbinden,
Stichwort Harpax oder so oder Oxyvon oder so, eher Harpax in dem Fall. Aber könntest du, also sag ich mal, das ist nochmal ein Versuch. Ihr müsst nur und mich noch ein paar Mal bearbeiten und dann habt ihr den Drum. Synthi. Ist auch die Frage, ist es eine Drum-Maschine, ist es ein Drum-Synthi, ja, was ist es eigentlich, ein Drum-Sequencer, ein Drum-Sampler? Pass auf, wir geben dir jetzt erstmal eine kleine Verschnaufpause, denn wir haben da zur vollen Stunde sozusagen bei unserer Sendung immer so eine kleine Art eigenen Werbebreak, denn ihr könnt uns unterstützen auf Steady. Das ist eine deutsche Unterstützerplattform, ähnlich wie, ich sage mal, Patreon. Und da findet ihr uns, da findet ihr uns unter sequencertalk.synthesizers.de. Und das Ganze sieht für die Leute, die jetzt gerade zuschauen, nicht zuhören, das ist unser Blog sozusagen. Und da findet ihr alle Informationen zur heutigen Sendung und auch zu den vergangenen. Und natürlich auch unseren Extra-Content, wie zum Beispiel den Supporter-Cast. Das sind extra Folgen, die machen wir ab und zu. Da quatschen wir natürlich auch wieder. Oder wie zum Beispiel beim letzten haben wir uns den Opal, den wir auch in der letzten Sendung am Samstag übrigens angeguckt haben, nochmal genauer angeschaut. Und nach der Sendung, nach der regulären Live-Sendung auf YouTube und Twitch gibt es danach den Videostammtisch. Und wer da mitmachen möchte und noch kein Supporter ist, kann das sofort noch tun, wenn ihr Bock habt. Mick, laut unseren Informationen geht das ab sofort, ne? Sobald man drin ist. Und dann ist hier unten, für die Leute, die gerade zuschauen, wenn ihr auf dem Blog Beitrag seid, unten kommt dann so eine kleine Paywall und wenn ihr da Supporter seid, ist diese Paywall weg und dann seht ihr unten alle Informationen dazu. Das ist dann ein Videostammtisch, da könnt ihr unter anderem mit uns zwei Nasen und eben der Rolf hat vorhin schon gemeint, er ist auch noch mal ein paar Minuten dabei, den könnt ihr dann auch mit noch ein paar Minuten löchern, falls wir heute irgendwie noch was vergessen haben sollten, zum Beispiel, wie es denn nun aussieht mit einer Drum-Machine, geknäht. Und wir haben noch eine andere Geschichte, nämlich, wenn ihr die Sachen, die wir hier cool vorstellen, beziehungsweise die ihr cool findet hier, kaufen möchtet, dann könnt ihr uns dabei auch unterstützen, nämlich unter shop.synthesizers.de. Da kommt ihr auf diese kleine Affiliate-Seite von Thomann und da findet ihr die Produkte, die sieht man den Quantum, über die wir so quatschen, genau, zum Beispiel. Da könnt ihr den Quantum bestellen oder auch den Osmose. Da hat ja der Mick einen Monolog am Dienstag gemacht, weil ich da krank war. Und zum Beispiel Malevolent und andere Sachen wie Kopfhörer und hast du nicht gesehen, Poly and Play und so weiter und so fort. Waldorf M zum Beispiel. Ihr müsst allerdings tatsächlich über diesen Link dahin kommen, sonst helft ihr uns nicht. Genau, der ist aber unten in. Aber das ist so die Idee. Wir wissen übrigens selber nicht, ob es funktioniert, aber wir versuchen es mal. Also shop.synthesizers.de ist der Affiliate-Link und sequencertalk.synthesizers.de. Da kommt ihr auf unseren Steady-Blog und da findet ihr alle Informationen auch zur heutigen Sendung und natürlich auch den Link zu Rolfs eigener Webseite, wo ihr dann auch nochmal nachgucken könnt, was der gute Herr irgendwann mal gemacht hat, so an iOS-Apps zum Beispiel. Was habt ihr da für einen Link genommen? Die können wir doch mal nachgucken. Moment, warte. Mal hier zeigen, können wir das, weil wir hier multimedial aufgestellt sind und wenn ich hier nochmal auf Bildschirm teilen gehe und mir den Chrome-Tab raussuche und da drauf drücke und dann, ach übrigens, ja genau, ja, das könnt ihr euch selber angucken, wie und wo ihr da teilnehmen könnt, ab 3 Euro geht's los, beziehungsweise 2,50 Euro, wenn ihr das ganze Jahr macht, hier können wir drauf gehen, Sequencer Talk 155 und dann gehen wir da runter und dann hier Link zu Rolf Wörmanns Homepage und da kommen wir auf Rolf Wörmann Electronic Instruments und da kann man nämlich sehen, was der gute Herr gemacht hat, unter anderem Keyboards, das müsstest du vielleicht mal aktualisieren, Eurorack,
Da gibt es ja, auch was. Auch eins. Ja, mhm. Eins, zwei, drei. Ja, der hat eine Serie von Modularsachen schon gemacht. Dann ZDSP. Gibt's das auch ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, da hast du unter anderem für TipTop Audio, ne? War ja. Und genau. Dann natürlich auch die iOS-Geschichten wie den Analog, Symf und iSAM, iSpark, Nave, ne? Also diese Sachen hast du ja gemacht. Ja, die müsste ich mal aktualisieren, die Seite. Da hast du recht, das ist eine schöne Seite, ja. Vergisst man manchmal, was so alles im Internet noch läuft. Siehst du? Und genau, diese ganzen Informationen. Das könnt ihr alles nachgucken auf sequencerdog.synthesizers.de. So, Sachsen-Paul hat ja auch was dazu zu sagen. Ne? Von daher, Spaß beiseite. Weiter im Text. Also, jetzt haben wir ja schon rausgekriegt, also du baust demnächst für uns eine schöne Drum Machine. Gut. Mick, wollen wir mal ich nachfragen? Jetzt, ja, es gibt noch so eine kleine Sache. Stimmt, wir haben noch den... Ah, Moment. Zwei, drei Sachen. Moment. Jetzt mach es mal, weil ich glaube, das war im Forum ziemlich hot. Da wird natürlich gefragt, und das könnte natürlich auch ein 4.0-Update sein, weil ein größeres Update 2.0 war natürlich mal diese Kernel. Also, ja. Und naja, abgesehen jetzt von so Sachen wie das mit diesen Knöpfen oder sowas, natürlich jetzt noch sehr speziell. Das wäre natürlich auch, ob die, sagen wir mal, es gibt vielleicht so eine Idee, dass man zwischen den Oszillatoren noch FM machen könnte oder ähnliche Ideen, die technisch ja funktionieren wird und so. Ich sehe da gleich auch noch was kommen, aber das sollten wir eben auch noch mal kurz ansprechen, weil das jetzt sozusagen so zu den Features und noch zu dem, was wir bisher besprochen haben, nämlich zum Quantum und Iridium noch passt. Und dann hätten wir noch ein paar andere Fragen, die noch ein paar, da gibt es ja noch ein bisschen andere Sachen. Das würde mich mal interessieren, ob sowas grundsätzlich kommt oder ob sowas möglich ist und auch wie leicht man sowas überhaupt portieren kann, wenn man halt ist ja ein ARM-Prozessor und sowas. Und es gibt ja auch Synthesizer, die ein bisschen älter sind, wo die Hersteller sagen, das können wir eigentlich nicht mehr machen, das müssten wir eigentlich komplett neu machen. Und so, wie weit ist denn da die, sind da überhaupt die Möglichkeiten für dich als aus deiner Entwicklersicht, wie weit man sowas überhaupt machen kann, mal abgesehen von Featureitis. Mir sind das zu wenig LFOs in dem Gerät. Also wer ihn kennt, weiß, dass das eine lächerliche Frage ist, weil da wirklich genug drin sind. Aber bei der FM zwischen den zum Beispiel zwischen diesem Sample-Granular-Part und einem stinknormalen Synthesizer mit Sinus, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Man könnte aber allerdings auch, weil es einfach das Einzige ist, was gut klingt, mit einer ganz normalen Wellenform irgendwie auch einfach in den Granularteil einbauen. Vielleicht würdest du erst das machen. Mhm. Wie flexibel ist das sozusagen noch, wenn so ein Synthesizer gebaut worden ist? Ganz kurz, ich sehe hier nur, da schreibt Bruce 73X Gainsbourg, bester VCA, liebe den. Jetzt mache ich mal kurz Eigenwerbung. Wer noch einen haben will, soll sich denn bei Schneider melden. Es wird nicht mehr viel geben, sozusagen. Es gibt noch welche, wahrscheinlich haben wir noch, aber ich habe auch noch ein paar. Genau, das war jetzt also kauf Gainsbourg, bevor sie weg sind. Ja, es ist natürlich eine... Also es geht da natürlich noch eine ganze Menge. Es ist natürlich immer die Frage, die so ein bisschen dahinter steht. Gibt es einen Moment bei einer Synthi-Entwicklung, also bei einem Synthi, der Firmware enthält sozusagen, wo man ihn quasi entweder in eine Sackgasse entwickelt hat oder wo man alles entwickelt hat und nichts mehr reinpasst? Ja, sowas gibt es aber nicht beim Quantum Iridium, weil da ist noch genug Platz sozusagen. Aber es gibt natürlich auch andere Synthis, wo dann irgendwann einfach auch mal Schluss ist. Wo man einfach mal sagen muss, auch bei den Kunden ist denn mehr und mehr die Erwartung. Natürlich feiern wir das beim Quantum Iridium, dass da immer wieder was Neues kommt. Und das kann sehr, sehr lang noch so weitergehen. Ob es so weitergehen muss, ist eine andere Frage. Aber das kann technisch weitergehen.
Wir können natürlich jetzt nicht aus 16 Stimmen 64 Stimmen machen, aber wir können natürlich die Dinge, die wir tun, auf andere Art und Weise tun. Aber man muss grundsätzlich sagen, man darf nicht mit in Anspruch rangehen, dass das jetzt beim jedem Instrument möglich sein muss. Es gibt einfach Instrumente, die sind irgendwann fertig. Ja. Und dann wollte ich nur mal grundsätzlich sagen, weil es ist manchmal dann schon auch problematisch, wenn da eine andere Erwartungshaltung ist. Man sollte sich die Instrumente, finde ich, immer in dem Zustand angucken, wie sie sind und sie so kaufen und entweder überzeugen die so oder sie überzeugen einem nicht. Es gibt natürlich jetzt beim, um auf die andere, auf die Frage zurückzukommen, es gibt ein paar Dinge, die von der Hardware nicht gehen. Zum Beispiel Autoratenmodulation, der Analogfilter geht aus Konstruktionsgründen der Elektronik nicht. Aber man kann natürlich Audioratenmodulation der Digitalfilter machen. So. Ja, weil da müssen wir, sind wir nicht von der Platine abhängig. Also Filter ja. FM wäre technisch möglich. Aus in den digitalen Filtern, ja. Ja, cool. Und ich weiß es nicht. Die andere Frage war, inwieweit will man, dass die drei Oszillatoren sich gegenseitig modulieren? Ja, zum Beispiel, ja, per FM ist ja dann wahrscheinlich ein Nein. Ne? Das würde dann ja so nicht gehen. Nee, das ist ja Oszillator. FM bezog sich auf die Analogfilter. Mhm. Ja, ja. Weil wir einfach die Ports nicht haben letztlich. Da nochmal ein analog, also ein reines analoges Audiosignal rauszulegen, was keinen anderen Zweck hat, als nur zu modulieren. Das ist dann sehr teuer. Die kriegen einen eigenen Wandler. Ne? Muss man sich vorstellen. Ja, das sind 8 Stimmen. Ah, okay, deswegen. Ja, das heißt, dann müsste man einen 8-Kanal-Wandler machen, der ein Audiosignal rausschickt, was moduliert, was man gar nicht hört. Ja, das kann man machen, aber ist nicht ganz unaufwendig. Das ist das, wenn man aus dem Digitalen ins Analoge geht. Die Modulation, die Audioratenmodulation der Oszillatoren untereinander kann man machen, sozusagen, dass Oszillator 1 den Oszillator 2 FM't und der Oszillator 2 ist dann halt eine Granulargeschichte und so weiter. Ich will das auch nicht ausschließen. Im Moment ist das Konzept aber gerade andersrum, dass viele Dinge, bei dem man in der Vergangenheit mehrere Oszillatoren verschalten musste, wie ein Hard-Sync, wo ich bei jedem neuen Synthi mich frage, wer macht das gerade wie, wer synkt hier gerade wen, was muss ich rauf und runter drehen, weil es ein sehr geiler Klang ist, aber der sehr schwierig und unintuitiv einzustellen ist, war das Konzept beim Quantum Iridium quasi das gerade nicht zu haben, sondern dass der Hard-Sync sozusagen ist in der Wave Formsynthese mit drin, du drehst den einfach auf und dann hast du den. Ja. Oder wenn man so Geschichten, insofern ist das eine Konzeptfrage. Interessanter wäre für mich, und das war ursprünglich auch vorgesehen, das steht glaube ich sogar im Handbuch, oder das stand im Handbuch beispielsweise, dass der Kernel neben dem Wavetable-Modus auch noch einen Sample-Modus hat. Das heißt, ein Kernel-Operator kann ein Sample abspielen. Dann würde so. Das quasi wieder gehen, wenn es auch innerhalb eines Oszillators. Innerhalb sozusagen. Genau. Im Moment sind die Oszillatoren abgeschlossene Welten, nicht weil es technisch nicht anders gehen würde, sondern erstmal vom Bedienkonzept, ja. Und ich glaube, dass man in diesen Welten noch eine ganze Reihe von interessanten Sachen machen könnte, auch im Granularbereich oder im Resonatorbereich. Aber ich möchte es nicht ausschließen, dass man vielleicht nicht doch mal die Seitentür öffnet, dass das Sidechain-mäßig ein anderer Oszillator mal reinfunkt oder so. Wo das interessant sein könnte, auch ich spinne nur rum, könnte den ganzen Tag mehr Features ausdenken, die nie realisiert werden, aber man könnte zum halt Beispiel Entwickler, mal... Ne? Ja, genau. ich habe neulich... Aber die Idee wäre sozusagen...
das als Exciter für die Resonatorfilterbank zu benutzen. Pass auf. Wo ich jetzt, das wäre eine interessante. Aber ich wollte noch mal eins vorweg sagen. Eigentlich wollte ich das vorweg sagen. Ich habe es natürlich verpennt. Ich habe das neulich bei einer anderen Video-Talk gehört. Da ging es eben um technische Software, wo die Entwickler auch irgendwie frei von der Leber geredet haben. Und die haben vorher so einen Disclaimer gemacht, dass so ein Safe Space ist, ein Safe Harbor ist für die Entwickler, weil sonst wird einem jedes Wort im Mund gedreht. Ich passe schon auf, nichts zu sagen, aber am Ende wird dann gesagt, Rolf, du hast doch gesagt, du machst eine Drum-Maschine. Na? Warum hast du das nicht gemacht? Ihr seid doch eine Kackfirma. Ja? Also das gilt mehr oder weniger für alles. Wer damit nicht umgehen kann, der muss halt dann sich Pressetexte durchlesen, langweilige oder so, ne, wo jedes Wort dreimal umgedreht worden ist, ob man das so sagen kann oder nicht. Ja, pass auf, ich versuche trotzdem jetzt keinen Quatsch zu erzählen. Yep. Ja, wir geben dir jetzt nochmal eine ganz, ganz kleine Verschnaufpause und schicken euch allen nochmal ein bisschen Steuerspannung durchs Hirn, denn wir haben den Major Goose. Guten Abend. Auf Sequenzer.de vorab gehört. Darkstar 679 Friday Night 2. Klingt, als würde der Sänger von Pulp zusammen mit Monster Magnet die Stone Temple Pilots covern. Wir warten, was da noch so all happening mit extra breitem Smile und dem grünen Daumen nach oben. Geht es weiter mit Judas Koch Lucifer. Wer hier Sakrales erwartet, wird nicht enttäuscht. Claudio Simonetti wäre wahrscheinlich sentimental ergriffen. Wir schmunzeln und genießen infolgedessen L.A. Go, Dune 3. Das sein Nachmittagsprogramm Groove aus der Berliner Schule speist. Hoch hinauf in den Sternschanzen-Fahrstuhlschacht. Halten Sie Steuerspannung. Das machen wir auf jeden Fall. Und wie ihr immer könnt ihr da nachlesen, wo der Guselnde guselt und was er so macht. Der übrigens auch das schon erwähnte Lombard benutzt und so in der Ecke unterwegs ist. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat er sich auch schon als Quantum-Nutzer geoutet. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das stand da. Was überhaupt nichts aussagt, ich habe übrigens noch eine Minute guselnde Tipps. Die bringen wir mit zum Schluss. Die bringen wir nämlich jetzt noch nicht, klar. Jetzt willst du aber auch ein Thema ansprechen, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Der Kira, weil der Kira hat so ein bisschen, der wirkt auf einige Leute, als würde er etwas stiefmütterlich behandelt, ist ja auch ein externer Entwickler, genauso wie beim M. Und da eben jetzt auch mal die Frage, macht ihr da was oder nach welchen Kriterien wird da bestimmt, wann da mal ein Update kommt? Also es kam eins, wo die LFOs tatsächlich deutlich schneller geworden sind, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde und was, ihr kennt mich ja, FM, übrigens Tipp, bei dem Ding, was da hinter mir steht, also Iridium und Quantum, gibt es ja LFOs bis 100 Hertz, das heißt, ihr könnt so eine Fake-FM schon machen, aber eben keine so klassische mit Kit. Zum Kaira kann ich was sagen, wenn ihr wollt. Das wurde ja auch heiß diskutiert. Natürlich. Genau. Das war vor meiner Zeit bei Waldorf, aber ich habe das natürlich als Synthi-Interessierter sehr genau verfolgt. Ich habe auch, das war eine Musikmesse, glaube ich, wo der Manuel Caballero mit seinem Valkyrie aufgetreten ist, den gezeigt hat und da für einiges Aufsehen gesorgt hat und sich damals dann die Waldorf quasi, er hat einen Produzenten gesucht, also einen Hersteller, der das bauen kann, und da hat sich die Waldorf entsprechend bemüht und dann wurde aus Valkyrie der Kaira, aber es ist nicht letztendlich mehr oder weniger dasselbe Instrument gewesen oder ist es. Und die Vereinbarung war damals so, dass die Firmware von dem
manuell entsprechend abgedatet wird. Das heißt, die Updates, Valve selber kann die Inhouse gar nicht updaten, selbst wenn wir das wollten. Wir dürfen es auch nicht sozusagen, sondern das obliegt dem manuell dies zu tun. Wir haben natürlich selber ein Interesse auch, dass da Updates passieren, aber wir sind uns zum Stück weit auch unsere Hände gebunden. Genau, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Waldorf, warum macht ihr sowas? Ja gut, da war ich jetzt damals nicht dabei, aber manchmal macht man auch so Sachen und manchmal hat man vielleicht auch selber eine andere Erwartung, wie oft etwas abgedatet wird. Wir würden da gerne mehr tun, aber schlichtweg, wir können es nicht. So. Die Frage ist natürlich, ist das eine transparente Antwort dazu? Warum hat man ihn nicht, also einige sagen, man hat ihn ja auch nicht angefragt, er würde gerne, ist das so oder ist das einfach nur nicht auf dem Schirm? Also natürlich hat auch Waldorf eine ganze Reihe von Ideen, was wir gerne in dem Kaira sehen würden, weil es ist ein tolles Instrument, da gehe ich dir vollkommen zu. Aber wir haben da letztendlich keine Handhabe, auch das umgesetzt zu bekommen. So, und das ist die Schwierigkeit bei dem Konstrukt gewesen. Und das ist mit Sicherheit auch kein Konstrukt in diesem Sinne, was uns Spaß macht und was wir in dieser Form wieder machen würden. Aber man muss einfach auch, das ist das eine. Man muss aber auch das andere sehen, fairerweise, was ich vorhin sagte. Es gibt Instrumente, die einfach irgendwann fertig sind. Und die muss man dann so sehen, wie sie sind und findet die denn gut oder findet die denn nicht gut. Und ich finde den Kaira gut. Natürlich ist es bei Firmware immer so, man könnte dieses, man könnte jenes noch. Aber man muss einfach hier einfach auch mal sagen, so, der ist jetzt so, wie er ist. Und der klingt so, wie ist er klingt. Ist kein schlechtes Gerät. Also der klingt genau, ja, das ist ein super Teil. Und es hat aber natürlich nicht die Pflege, wie jetzt bei Wahl auf dem Phantom Iridium oder der M hat relativ viele Updates bekommen. Oder bei anderen Firmen, die sehr aktiv und fleißig sind. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt ja auch da gute Beispiele, die immer mal wieder ein gutes Firmware-Update bringen. Aber nochmal, es gibt tolle Instrumente, nicht nur der Kaira, wo es keine Updates mehr gibt, die aber trotzdem super sind. Und ein Beispiel, sage ich, klingt jetzt vielleicht blöd, Microwave 1. Da hat es dann irgendwann das 2.0er Release gegeben. Als EEPROM noch. Wie bitte? Als EEPROM, genau. Vorher, ich glaube, das 1.2.5er. Ich glaube, vor dem 1.2.5er hat es ein 1.0er gegeben. Da war das sowieso alles schwieriger, weil man halt EEPROMs reinstecken musste. Und das Teil ist trotzdem geil. Also, da wird es erstmal so schnell einen 3.0er nicht geben, obwohl es auch interessant wäre, mal zu überlegen, was wäre eigentlich ein 3.0er für ein Microwave 1 gewesen. Das muss man einfach auch mal akzeptieren an dieser Stelle. Ja, es sind halt auch immer noch so ein Entwickler, zum Beispiel du oder andere, ne, die müssen ja auch irgendwie von dem, was sie da machen, auch ihre Brötchen verdienen. Also, und das darf man immer bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Gerade wenn das zum Beispiel solche Auftragsarbeiten sind für Firma XY oder sowas, da ist meistens das Budget ja auch irgendwie so ein bisschen gesetzt. Ne? Ja, Moment, der Kaira war keine Auftragsarbeit, sondern. Nur allgemein. Gottes Willen. Also, nicht, dass das irgendwie jemand einen falschen Hals kriegt. Ja. Der Kaira war keine Auftragsarbeit, den gab es vorher schon, der wurde nur umgemodelt, damit es halt nach Waldorf aussieht, aber im Prinzip das Große und Ganze war schon fertig. Hat man ja damals auf den Messen auch gesehen, haben wir ja vorhin schon mal drüber gequatscht, nur nochmal, dass das ja auch ordentlich alles seine Richtigkeit hat. Aber ist halt so, ne? Also irgendwie muss dann halt auch die Firma sagen, gut,
pass auf, die Kiste verkauft sich gut, auch so wie es jetzt ist, ne? Oder die ist auch mehr oder weniger, läuft die vernünftig. Sag mal, man muss immer so ein bisschen davon abgehen, nicht, also die Firmen sind nicht deine Kumpels. Das ist immer so, manchmal so die Annahme von dem einen oder anderen User, auch wenn natürlich die Firmen nach Möglichkeit immer bestrebt sind, und damit meine ich nicht irgendwie Waldorf speziell, sondern generell alle Hersteller, einfach daran, dass sie halt ihre Sachen verkaufen, ne? Und natürlich das am besten mit den größtmöglichen Gewinnmaximierung. Also das ist einfach so, egal wie. Und das darf man immer nicht so aus dem ganzen Punkt auslassen. Von daher, Entwickler, also, nochmal extra grad, ja, schreibt gerade jemand im Chat, ist eh unklar, wie das mit diesen Umsonst-Updates ist. Das funktioniert zum Beispiel so, dass die Quantum Mark 1 User davon profitieren, nämlich durch neue Updates, dass sich Iridiums verkaufen, die auf derselben Plattform basieren. Und so funktioniert das letztendlich. Ja, würden wir jetzt keine Quantums mehr verkaufen, hätte es Iridiums nie gegeben, könnten wir auch nicht 5 Jahre lang umsonst Updates machen. Das funktioniert in diesem System sozusagen, dass wir so lange wie es geht sozusagen die alten Instrumente weiter sozusagen mit Software versorgen in diesem Plattformgedanken, den es halt bei Quantum und Iridium gibt. Und davon profitieren halt alle. Ja. Ist das letztendlich der Gedanke, als dass man halt faktisch ja die Plattform auch nehmen könnte und eben, sagen wir mal, eine Drum Machine damit machen können. Genau! Yes! Da war es wieder. Ja. Naja, das natürlich. Könnte man wunderbar machen, ja. Nee, aber die Frage dahinter ist natürlich, im Grunde wäre es für euch also eigentlich einfacher, wenn ihr sozusagen 5 Geräte habt, die mehr oder weniger diesen Kern haben, und dass das vielleicht auch der Grund sein könnte, warum das nicht so ist, wobei der M ist ja auch eine andere Plattform. Die kommt ja auch. Genau, der M ist eine andere Plattform, hat aber jetzt eine ganze Reihe von Updates bekommen, und der Entwickler, der Wladimir, geht da auch sehr offen. Also in den Gearspace im Forum. Bei uns im Forum sehr aktiv mit gewesen. Genau, auch im Sequencer.de Forum. Man muss da aber auch sagen, und das war bei dem 1.08er Release ja auch das Problem, dass er irgendwann an Grenzen stößt, was er in den Chip noch rein programmieren kann. Da muss man sagen auch, und das ist dem Wladimir und auch Waldorf bewusst, das wird in dem Feuerwerk, wie er das in den letzten Updates gemacht hat, die Transienten reingenommen und dieses und jenes, das wird nicht auf ewig so gehen können, weil das sozusagen, irgendwann ist das Ding voll, weil es nicht diese Architektur von den Chips innerhalb vom Iridium Quantum ist. Da könnte ich auf 30 Jahre noch neue Features bauen. Das ist da nicht so. Das ist eine andere Chipklasse. Der ist irgendwann voll. Aber da sind so viele Features in dem M drin. Da ist man, glaube ich, auf Jahre noch beschäftigt. Wer in diese Art von Wavetable-Synthese reingehen will, der ist so reichhaltig. Ich glaube, dass das Teil ein klasse Instrument ist, mit dem man sich sehr, sehr lang noch beschäftigen kann. Ich möchte noch mal ganz kurz eine kleine Lanze auch für den Entwickler vom Kyra vielleicht brechen. Kann auch gut sein, dass der mittlerweile einfach in anderen Projekten einfach so dermaßen eingespannt ist, dass der auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, da auch nur ansatzweise da weiterzumachen. Das kann natürlich auch sein. Genau. Das ist ja
also die Möglichkeiten derer sind ja auch viele. Der arbeitet ja nicht direkt bei euch, sondern der ist mittlerweile, meines Wissens nach, habe ich irgendwo aufgeschnappt, glaube ich, mittlerweile bei Harman Samsung oder irgendwo, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich habe irgendwas Leuten hören. Also von daher ist halt so, ne? Du kaufst ja das Gerät im Normalfall so, wie gesehen. Genau. Wie kaufst du dir dein DX7, ja, und ja, der kann das, was er kann. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Beim M wird zum Beispiel niemals noch Effekte dazu kommen, weil er einfach die Power und die Möglichkeiten dafür nicht hat und auch eigentlich nie so konstruiert worden ist. Beim Kira ist es halt so, dass der sehr viele Effekte hat und Multimode, ein völlig anderes Konzept. Aber sind beides andere und fremde Plattformen. Aber noch eine Frage generell, weil das ist was, was gerade auch bei Waldorf, ich bin ein großer Liebhaber des MacBook XT und der ist natürlich nicht von dir verantwortet und da hast du jetzt auch nichts mit zu tun. Aber die Frage ist natürlich, ich habe mir damals gedacht, gibt es eine Summe, die die User bieten können, auch wenn die natürlich endlich nur sein können, weil die User natürlich eine begrenzte Zahl sein können. Das heißt, die Firma kann nicht an, sag ich mal, alle was verkaufen und es ist eben auch nur ein Produkt, was eben gepflegt wird. Aber könnte man da zum Beispiel sagen, wir geben eine Summe X, sagen wir mal 100 €, das ist schon relativ viel, aber hier hat auch ein User geschrieben, 10 €, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Aber sagen wir mal so, würde so ein Projekt machbar sein, dass man Herrn Stenzel dann nochmal, das kannst du jetzt natürlich nicht sagen, aber könntest du zum Beispiel, wenn du gefragt würdest, einen Synthesizer, den du gemacht hast, der aber jetzt nicht mehr abgedatet wird und wir würden sagen, Mensch, diese zwischen zwei Oszillatoren, das wäre uns jetzt echt 100 € wert. Oder vielleicht auch irgendein sehr viel direkteres Feature, meinetwegen MIDI 2.0 kommt oder so und man möchte so eine Art MPE 2.0 oder irgendwas implementiert, irgendwas, was es viel, viel, viel bunter ist. Im Microwave XT. In dem Fall auch, aber jetzt natürlich, ich projiziere das ja jetzt auf dich, damit du darauf antworten musst und nicht im Namen eines anderen wie Stefan Stenzel, der ja. Na gut, es kommt darauf an, wie die Lage ist sozusagen. Wer hat eigentlich die Rechte an dem Source Code, ja? In welchem Verhältnis wurde das wie entwickelt? Genau, also und ich meine jetzt wirklich, nehmen wir mal an, die Iridium- und Quantum-Plattform ist irgendwann end of line. Es gibt den neuen Cäsium oder so, nee, die heißt natürlich anders. Die ganze Reihe heißt anders. Die heißt nicht Paul. Der neue Paul ist jetzt das Ding, was ihr gemacht habt. Das macht eine ganz andere Synthese. Aber du steckst auch dahinter, aber die alte Plattform ist weg. Und die alten User, das sind ja schon einige, würden jetzt sagen, wir bieten dir 100 €, wenn du uns da noch irgendwas reinbaust, was irgendwie sinnvoll ist. Nehmen wir an, durch Update oder dadurch, dass zum Beispiel MIDI oder sonst was weitergegangen ist, dass das jetzt sogar üblich ist und dass viel mehr Ausdruck möglich ist, du das auch machen könntest. Vorausgesetzt natürlich, dass du das auch technisch machen könntest. Du sagen, das ist überhaupt realistisch, weil bisher hat das noch nie irgendeine Firma gemacht. Gibt es da einen Grund? Also einfach nur Das quasi, du meinst, dass Leute Features gegen Geld sich erkaufen können, sozusagen, oder voten können, sozusagen. Naja, sagen wir mal so, es geht nicht darum, sagen wir mal so, selbst halt dich kurz. Blaue hinein, sie möchten ein Update, ein Kind von dir, und würden dir das Geld geben, was du davon umsetzt, ist dir überlassen, aber sie hätten gern eine neue Version, die ein bisschen was kann. Ich könnte dir jetzt elendig. Ja. Also im Indie, ich meine, es hätte im Indie-iOS-Bereich so Versuche gegeben, wo Feature-Updates sich quasi aus der Community versucht haben zu bezahlen, ja, oder man hat eine Premium-Subscription gemacht, dann hat man quasi die haben dann die neuen Features bekommen. Ich kenne jetzt aber keinen Fall,
wo ich gehört habe bei einer größeren Firma, dass das besonders erfolgreich gewesen ist. Weil ich glaube schon, dass so ein einzelnes Feature, das wird auch oft übersehen, wenn das so eine Firma ist wie Waldorf ist, das ist ja nicht nur ein Feature, was der Entwickler macht. Das ist ein Feature, wo am Ende jemand ein Handbuch schreibt. Das ist ein Feature, was die Support-Leute verstehen müssen, weil die müssen das Feature supporten. Am Ende ist das ein Feature, wo vielleicht ein Video zu gedreht wird oder auch nicht. Ja, die ganze Marketing-Geschichte noch dazu, ja. Genau, also das ist schon, und das ist natürlich etwas, was die Firma lieber selber entscheiden möchte, als jetzt randommäßig gegen Kohle einfach, wer bietet am meisten für seinen Feature-Request. Und dann gucken wir mal, wer bietet am meisten am meisten. Okay, ich nehme jetzt den ja, quasi so an Kopf an. Das ist tatsächlich nicht gemeint, weil das ja. ist auch nicht so realistisch, ja. sondern eher, dass die Community oder so sagt, wir hätten es gerne, wir gehen dafür auch gerne XY, es ist erstmal egal, wie viel. Und ja, aber du musst, ich verstehe das, ich verstehe das. Die Frage ist, wenn das jemand in der Firma macht, sozusagen, und angenommen, genau. das ist ein tolles Feature, wo man sagen würde, das Geld wäre mir auch das wert, aber der wird dann in dem Moment etwas anderes nicht machen, für das er eigentlich geplant war zu tun. Richtig, genau. Und darum ist das für eine Firma schwierig, so vorzugehen, außer sie nimmt sich das vor, so zu tun und plant das so ein. Ich habe hier jetzt einen Entwickler, der mit 20% seiner Zeit Community-finanzierte Features-Requests macht und dann gucken wir mal, aber ich weiß es nicht, ob das und ob dann die Summen stimmen, die da aufgerufen werden, also das ist halt alles ein bisschen schwierig, es muss sich alles bezahlt werden. Das Leben ist sowieso schon schwierig genug als für so eine Firma und außerhalb der Firma, also deswegen ein kleines Beispiel ein, nämlich die Machine Drum hat sehr spät was bekommen, so ein Update. Und deshalb, also sag ich mal, das hat auch niemand erwartet, aber das haben die ja gemacht. Ne? Also das ist da sozusagen dann vielleicht so ein kleines Ding, was die noch im Schrank hatten, ist aber eher eine ziemliche Ausnahme, dass so viel später, also die Maschinen, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Und das wäre ja auch, wenn jetzt plötzlich zum Beispiel Microwave XT, du kannst halt deine Wavetables jetzt am Gerät irgendwie editieren oder was weiß ich, oder der Knack-Bug oder was, irgendwas ist da weg. Das ist halt so die Frage, also das klingt für mich doch ziemlich nach Nein und selbst wenn man, obwohl, sag ich mal, die Community wahrscheinlich auch damit klar käme, wenn ein Gerät, was ja nicht mehr hergestellt wird, das ist also weder Videos noch Service noch sonst was, sondern das so nach dem Motto, bitte nicht installieren, solltest du nicht installieren, aber hier ist es. Ne, so, das wäre ja noch eine Methode. Also es gibt ja den Fall, ich weiß gar nicht, wie das historisch gekommen ist, von den einen, der beispielsweise damals mit Billigung und Support von Waldorf Betriebssystem-Updates von Wave von Waldorf Wave gemacht hat. Ich glaube, es ist der Werner Schöneberger in der Schweiz, der das macht. Also solche Szenarien gibt es schon, wenn das wirklich ein Legacy-Teil ist, wo man sagt, die Firma macht jetzt nichts. Da gibt es einen sehr vertrauenswürdigen Menschen. Ich kenne aber auch die Details nicht, muss ich sagen, wie das damals gekommen ist. Also sowas hat es schon mal gegeben, aber das ist mit Sicherheit nicht die Regel. Ja. Gut, Mick, warte mal ganz kurz. Erstens müssen wir so ein bisschen auf die Uhr gucken. Zweitens würde ich sagen, den Rolf müssen wir definitiv mal zusammen mit einem anderen Entwickler irgendwie mal zusammen einladen. Und dann sprechen wir mal über diese ganze Entwicklergeschichte nochmal genauer. Definitiv. Aber um nochmal auf den Quantum MK2 zurückzukommen, denn dafür haben ja unter anderem die Leute auch eingeschaltet. Bevor wir zum Schluss kommen. Was wäre denn so dein Tipp, wenn die Leute dann fröhlich in den Musikladen ihrer Wahl laufen und den da stehen sehen, was sie unbedingt mal ausprobieren sollten an dem neuen Gerät? Drum Mode, schätze ich. Die Drum Machine.
Ja, macht den folgenden Griff, ja. Nein, also natürlich das Poly Aftertouch. Es ist etwas, was natürlich das Kernfeature ist, was man da ausprobieren sollte auf dem 61er Keypad. Und das ist schon eine Sache, die muss man einfach auch mal gespielt haben. Und das Gute an diesem Poly Aftertouch ist, dass man das Instrument, also Klavier oder Keyboard spielen, nicht neu lernen muss, sondern auf seiner bisherigen Technik aufbauen kann. Andere Instrumente wie ein Harten Continuum oder ein Roly C-Board oder ein Linstrument sind halt Instrumente, die du wie ein neues Instrument erstmal lernen musst. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Aber das Poly Aftertouch gibt schon eine relativ gute Möglichkeit, mit seinen bisherigen technischen Möglichkeiten, also spieltechnischen Möglichkeiten, die Ausdrucksweise zu erweitern. Und wir haben in den ersten 100 Patches eigentlich auch welche ausgewählt, wo auch immer ein Poly Aftertouch, ähnlich wie beim Iridium Keyboard, by the way, auch ganz gut ausgenutzt ist. Und das muss man einfach mal gespielt haben. Das ist auch etwas, was in den Hans Zimmer Interview, was wir gemacht haben, was da Hans dort irgendwann relativ am Ende vom zweiten Teil sagt: Du musst vor so ein Instrument einfach mal gesessen und es gespielt haben, trotz aller Demos im Internet, weil diese Interaktion sozusagen damit ist so ungemein wichtig. Man sieht halt das Poly Aftertouch nicht, wenn jemand das macht. Letztendlich diese Bewegung sozusagen, das ist es so fein, dass man es ja äußerlich kaum sieht, wenn ein Spieler das tut. Das muss man selber erlebt haben. Ja. Und wie ist es für jemanden, der zum Beispiel so gar nicht, noch nicht ansatzweise mit einem Quantum zum Beispiel in Berührung kam, was würdest du da sagen? Ist so der Punkt, wo du sagst, hört euch das mal an, das ist auf einem anderen Level als viele, viele andere Sachen, weil es gibt ja nun viele Leute, die die Geräte einfach noch nicht angespielt haben, ne? Mhm. Aus deiner Sicht. Habe ich deine Frage nicht verstanden? Sag die Frage also, ist pass auf, spät. Ja, wir kommen auch gleich zum Ende, ja. Aber und du musst scheinbar tatsächlich nochmal wiederkommen. Also, ich bin jetzt ein junger Mensch, der noch nicht so viel Erfahrung hat und kann mir das Gerät vielleicht, weil Tante Erna mir irgendwas Tolles vererbt hat, vielleicht sogar leisten. Mhm. Gehen in den Laden meiner Vorstellung und da steht das Ding. Boah, was ist das? Und dann will ich da drauf drücken. Und wo würdest du sagen, das ist so der Sound oder die Synthese, was die Leute wirklich abholt? Ja, zwei Dinge dazu. Also das ist am Ende natürlich eine persönliche Entscheidung oder Geschmacksfrage, also wie es mir persönlich geht. Ich finde natürlich die großen granularen Flächen, die es da gibt, die vor allem eine ganze Reihe von Presets von Sonic Mayhem, der das, also die Kitchen an Anfang gemacht hat, da gibt es saugute Sounds, die würde ich mir mal anhören, und das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Das ist eine, was ich da sage. Das andere ist aber auch eine Warnung: Quantum ist nicht dein erster Synthi. Ja, das ist nicht der erste Synthi, ist vielleicht der letzte Synthi, den du dir kaufst, der letzte. Es soll auch nicht der letzte Waldorf Hardboy sein. Genau diese Antwort wollte ich eigentlich hören. Ja, genau. Also es ist kein Anfängergerät. Genau, so. Und ich sage mal, ist noch nicht, also ist die schwarze Piste, ist eigentlich Offroad. Und du musst da auch schon ein bisschen was können, damit du letztendlich dann Spaß dran hast, weil es eben das mehr gibt. Aber wenn es erstmal darum geht, eine subtraktive Synthese mal auszuprobieren oder
auch mal einen einfachen FM-Synthi zu haben oder so. Da gibt es andere Angebote. Und wenn man die denn durch hat, sozusagen sagt, ich möchte jetzt da mehr machen, dann kommt man zum Iridium und zum Quantum. Und das ist auch das, was uns die User da widerspiegeln. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort eigentlich. Mick, ja, jagen noch mal ein bisschen Steuerspannung durch den Äther sozusagen und nehmen noch mal Haltung an für den Major. Guten Abend. Nachhaltig gehört auf Sequenzer.de. Ibiza Free Jazz Rumba Spring. Erinnert mich positiverweise schlagartig an die Heißluftballon visualisierte Pausenmusik des NDRs plus einem Gesang, als hätten Coco Rose sich doch mal angestrengt. Echt schön. 22 tons of quality rubbish, pocket animal number one. Knister, Klitsch, Roll und Syntax Error. Hier werden in angenehm moderatem Tempo keine Gefangenen gemacht. Verstärker, The Mad Scientist featuring Dr. Schmieselbach. Was ist das Mysterium, Dr. Schmieselbach? Sind es die Gelächterfetzen zwischen den pulsierenden Linien im tribalen Throne-Labor? Wir warten auf Antworten und halten derweil weiter Steuerspannung. Jawohl, das machen wir. Und, auf jeden Fall. Diese ganzen Songs, die hat sich der Guselige eigenhändigst und vollautomatisch aus dem Forum geholt, das heißt eben sequencer.de, und da gibt es eine Abteilung, die heißt Your Tracks, und da findet ihr die Sachen und auch Gemeinschaft absoluten Blick wert, weil da laufen gerade zwei Challenges mit interessanten Sachen. Das eine ist zum Beispiel nur mit einem Synthesizer gemachten Kram. So will ich nicht jetzt lange machen, sondern hier Your Tracks, und daraus und dabei hat unser Guselige diese Sachen gefunden, und das ist also einfach das, was hier so im Forum passiert. Guckt also mal rein, und ich finde das total cool, dass er nicht nur auf große Weltstars guckt, sondern auch sieht, dass es bei uns tatsächlich ganz, ganz spannende Sachen gibt, und vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der einen Quantum verwendet hat. So, jetzt haben wir den Rolf so richtig ausgequetscht. Hier kommen noch Fragen rein. Wir haben noch eine Frage, und die kam wirklich ständig. Die dürfen wir tatsächlich nicht abfrühstücken, dass wir sie nicht beantworten in der Form. Oder wenigstens gestellt haben. Ob du sie beantwortest, ist nochmal eine andere Frage. Und zwar die Frage nach der Stereofähigkeit der Filter. Das ist ja nochmal so eine Geschichte. Genau, also die Digitalfilter sind Stereo, die Analogfilter sind Mono. Das heißt, wenn man sozusagen aus dem Stereosignal, aus dem Oszillator in einen Digitalfilter geht, ist die komplette Signalkette in Stereo. Ansonsten wird das einmal monofiziert, und dann kann man es wieder pannen, der Rest geht wieder Stereo. Warum ist das so? Weil wenn man das alles in Stereo machen würde, sozusagen, würde es nochmal doppelt so viel an Elektronik bedeuten. Auch die andere Frage, warum ist es nicht 16-stimmig analog? Ja, könnte man alles machen, würde aber einfach den Preis nochmal deutlich nach oben treiben. Da würden wir in Regionen kommen, preislich, wie ein anderer bekannter Hersteller polyphone Synthesizer angeboten hat und noch anbietet. Und das ist auch legitim, aber wir wollten das erstmal so lassen, wie es ist. Der Preis vom Quantum Mark II ist im Prinzip gleich geblieben. Man hat mehr Leistung bekommen. Und das war für uns auch mal eine Botschaft zu senden, sozusagen. Ihr bekommt für den gleichen Preis etwas Besseres. In einer Zeit, wo man heutzutage ja eigentlich einen höheren Preis für das Gleiche bezahlen muss, ja, in allen möglichen Lebenslagen. Wir haben man gesehen, dass das machbar ist. Ja? Genau. Das ist tatsächlich richtig gut getroffen, weil wenn man mal guckt, es gibt ja so diese amerikanische Firma mit zwei O's im Namen, ne, und vorne M.
die haben ja die Preise auch das mächtig gewaltig angezogen, meine Herren. Also nur mal, um den Vergleich auch wirklich zu ziehen. Einige sind jetzt auch wieder runtergegangen. Ja. Trotzdem war ja bei Markteinführung auch etwas günstiger als jetzt, weil natürlich die berühmte Bauteile genau. Steht. Das muss man natürlich auch noch sagen. Ja. Da sind alle Synthesizer teurer geworden. Das ist aber nicht als Relativierung da, sondern einfach nur so Informationen, weil sonst fragt nämlich jemand, ja, aber ich habe doch gesehen, was er kostet. Und ich habe auch mal gesehen, was er früher kostet. Das ist doch nicht dasselbe. Ich denke mal, das ist der Grund, nehme ich an, oder? Weil so, das ja, jetzt muss man natürlich sehen, das, was die Läden aufrufen oder die Online-Ketten, sind ja nicht die Preise, die der Hersteller nennt, sondern das ist natürlich auch etwas, was jeder Laden oder jede Kette für sich selber entscheidet. Gibt halt Straßenpreise, die irgendwann nach nur unten gehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass sozusagen der Listenpreis vom Hersteller vom Quantum Mark 2 identisch ist mit dem von Mark 1. Was die Läden denn draus machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da wird man immer Unterschiede sehen. Genau. So, jetzt haben wir dich so dermaßen ausgequetscht. Selbst ich mache mir jetzt hier so eine kleine Hülse auf. Und wenn ihr Bock habt, mit uns noch ein paar Minuten zu quatschen, bevor der gute Rolf hier komplett vom Stuhl fällt, der hat nämlich garantiert einen richtig harten Tag hinter sich. Und spätestens nach unseren Fragen und euren Fragen raucht dir gut der Kopf, denke ich mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit uns noch ein paar Minuten, wie gesagt, weiterquatschen. Alle Infos findet ihr auf sequencertalk.synthesizers.de im aktuellen Blogbeitrag zu dieser Sendung. Und ansonsten, Mick, bleibt uns nur noch zu sagen. Ja, Steuerspannung halten einfach. Und danke, Rolf, dass du mit diesen ganzen Widrigkeiten und vor allen Dingen auch mit ein bisschen kritischeren Fragen klarkommst und sowas, weil die Einordnung, glaube ich, schon auch den Leuten ein bisschen hilft, das ein bisschen alles einzusortieren und einfach deine Zeit, weil du hast bestimmt auch gerade im Moment, wo der rausgekommen ist, echt Besseres zu tun, als mit zwei Supernasen zu reden, die noch nicht mal die Größten hier sind im Teich, sondern da gäbe es ja nur andere, deswegen finde ich das super nett. Ja, hat mir Spaß gemacht. Sehr ja, schön. Super. Gerne wieder. Und nicht erst wieder in 2 Jahren. Wenn wir die Drei-Maschinen haben, ne? Aha, da war es wieder. Von daher. Running danke fürs Zuschauen. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben, uns kann man jetzt unter anderem auch auf Spotify auch als Video schauen. Sogar da auch nachträglich. Und downloadbar, so. Genau, nachträglich. Downloadbar. Und auf Apple Music, Amazon Music, Google Podcast, und im RSS-Feed. Die sind genau. Reine Audios und wir wissen nicht genau, ob die was bringen und ob ihr die gut findet, aber es gibt sie. Daher einfach mal Feedback und gerne auch was in diese Kommentarspalten von Apple und Google und so weiter, weil das hilft uns dann. Und das gilt natürlich auch für Spotify und so, wenn ihr da bei deren Sachen ein bisschen kommentieren würdet, so. Positiv wäre super. Ich kann natürlich auch sagen, alles Schlampen, nie wieder gucken. Naja, aber vielleicht gucken dann andere wieder rein. Das also so. Und jetzt nochmal kurz, der Chat, den ihr nachher findet und wo wir sind, ist in diesem Link. Hat zwar Dean schon gesagt, aber das ist oft so ein bisschen schwammig. Und also ich sage es nochmal ganz deutlich, ihr müsst einfach im Steady nachgucken, in dem entsprechenden Thread ganz unten, wenn ihr eingeloggt seid. Da ist der Link. Der hat immer einen Namen und führt immer letztendlich zu einem Portal namens Jitsi. Wenn nicht, stimmt da was nicht, würden wir aber ankündigen. So, genau. Das ist das also, wo ihr uns dann findet mit eurer Kamera und eurem Mikrofon. Und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und einer der genannten Herren, die hier Musik vorgestellt worden, ohne dass wir sozusagen das beeinflusst haben, könnten eventuell in einer der nächsten Sendungen vorkommen. Das wird spannend. Haben wir tatsächlich fast verpasst, genau. Das wollte ich schon mal ankündigen, weil das wird passieren. Es wird passieren. Ja, alles Gute, schöne Nacht und gute Unterhaltung mit Sequencer. Das sagt der
Mugulato, ich bin der Dean, zusammen sind wir der Sequencer Talk und danke fürs Zuschauen. Nächste Woche geht's weiter, wieder 20.30 Uhr am Dienstag, live auf YouTube und Twitch. Und ansonsten gibt's das alles immer zum Nachgucken. In diesem Sinne können wir so langsam mal rausfahren. Dankeschön nochmal an den Rolf. Viele Grüße an Waldorf. Ihr wisst jetzt, was wir vorhaben mit euch. Danke fürs Zuschauen und vor allen Dingen lieben, lieben Dank an alle Supporter. Ohne euch wäre das hier überhaupt nicht möglich. Vor allen Dingen auch Grüße an die ganzen neuen Supporter, die dazugekommen sind. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Yeah.